ich brauche einfach Geschwindigkeit um mich herum. Dann merke ich einfach, wie meine Denkvorgänge sich beschleunigen, wie ich mich nicht in einen Gedanken verliebe, sondern den nächsten jagt und so weiter. Und mir der Austausch ganz wichtig ist. Ich brauche den Kontakt zu Menschen. Das ist immer extrem entscheidend, auch wenn ich sie nur beobachten darf. Also den Zugang zur Literatur habe ich mir erarbeiten müssen. Ich komme jetzt nicht aus einem Elternhaus, wo die Zahnfee irgendwie ein neues Buch unter das Kissen legt, sondern ich musste mir das Verständnis für Literatur tatsächlich erarbeiten. Also ich habe angefangen, Texte zu lesen und sie nicht verstanden, habe sie dann aber nachgemimt. Bei mir ging das los über Theatertexte, Schiller, die Räuber, habe versucht, den Franz darzustellen und oftmals hat mich diese Sprache dann so gefesselt, dass ich sie übertragen habe in mein privates Leben, in mein Umfeld. Geprägt haben mich beispielsweise Salinger, Fänger am Roggen. Während meiner Schauspielschulzeit habe ich das gelesen, habe mich dann tatsächlich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht schon etwas eher gelesen habe. Als ich dann angefangen habe, mehr Richtung Film zu denken, kam dann Clemens Meyer, der meiner Meinung nach seine Bücher wie Drehbücher schreibt. Angefangen zu schreiben habe ich Drehbücher, 9 Stück bereits, die ich dann auch letztendlich verfilmt habe mit meiner eigenen Produktionsfirma. Und durch das Zusammentreffen mit Michael Stephan habe ich den Entschluss gefasst, mit ihm zusammen ein Buch zu schreiben, mein erstes Buch. Im Buch selbst geht es um einen Junkie, der den Weg nach draußen versucht zu finden. Ich war selber jahrelang drogenabhängig, Crystal Meth war meine Hauptdroge und nach 9 Jahren habe ich dann den Ausstieg gewagt, der dann auch letztendlich nach einem Jahr geschafft war. Ich lebe abstinent, ich versuche sehr diszipliniert zu sein, auf der anderen Seite bezeichne ich mich als Neo-Junkie. Ich drehe die Ventile jetzt in Richtung Arbeit, Projekte, muss dann noch lernen, das zu dosieren, alles unter einen Hut zu bekommen. Gerade auch den Punkt Künstler und Familienvater und Ehemann zu sein, dass sich da die Waage hält, das ist meine große Aufgabe.